Wie Sie sicherlich wissen, meine Damen und Herren, habe ich ein ganz, ganz großes Herz für die Bullen und ich habe eine sehr, sehr gute Nachricht für eben diese Bullen und die lautet, wir sind dem Boden relativ nahe. Wir kommen jetzt in Situationen, wo ein Rebound, eine Erholung sehr, sehr wahrscheinlich ist. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir wahrscheinlich danach nochmal neue Tiefs sehen werden und wahrscheinlich unter die Tiefs fallen werden, die wir im Juni gesehen haben. Also dennoch, es dürfte jetzt bald wohl zu einer Erleichterung kommen. Die Parameter sind so überdehnt, dass dann ein Rückschnappen sehr wahrscheinlich ist. Und es würde sich anbieten, wir haben morgen EZB-Sitzung und wir haben morgen vor allem die Rede oder genauer gesagt sogar zwei Reden von Jerome Powell. Und da wird es so sein, dass er nicht nur ein Skript vorliest wie in Jackson Hole, sondern sich eben auch Fragen stellt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Powell irgendwie sowas sagt, naja, also falls jetzt wirklich die Wirtschaft in die Rezession, dann machen wir ein bisschen langsamer oder könnten uns auch dann vorstellen, vielleicht wieder die Zinsen zu senken. Irgendwie sowas in der Art. Er kann eigentlich die Märkte mit hawkischen Aussagen gar nicht mehr überraschen. Jackson Hole war schon so eine Art, wie soll man sagen, Atombombe der Hawkishness, könnte man sagen. Das hat die Märkte ja ganz schön reingerissen. Wenn da die Message nur ein bisschen abgeschwächter ist, dann könnten das die Märkte schon als Grund für eine Gegenbewegung sehen. Der Nasdaq jetzt mit 7 Tagen in Folge mit Verlusten, das gab es zuletzt im November 2016. Wir sehen die Rate Hike Expectations, die gehen nach oben. Das tut dem Nasdaq weh. Wir sehen, dass die Renditen steigen, Geld wird teurer, könnte man sagen. Und die Fed ist das eine Problem. Das andere Problem, das hier Mike Wilson von Morgan Stanley benennt, der bisher sehr, sehr präzise war in seinen Vorhersagen, sind eben die Earnings per Share Forecasts, also die Gewinnerwartungen. Die sind viel zu hoch. Deswegen wird der S&P 500 noch auf 3.400 Punkte fallen in den nächsten 3 Monaten, so die Prognose von Wilson. Und ja, wir sehen, es ist ja schon ziemlich mies gelaufen in 2022. Wir haben jetzt 170 Handels Tage hinter uns und wir erleben derzeit das viertschlechteste Jahr in diesen 170 Handelstagen. Und wenn Sie unten mal diesen Chart anschauen, dann sehen wir haben schon einen ziemlichen Gleichlauf zu 2008, damals also Finanzkrise. Muss es so kommen? Nein, aber wir hatten die Chance, diese Parallelen irgendwie komplett ad acta zu legen. Die haben wir nicht genutzt, vor allem nicht aufgrund der Jackson Hole-Rede von Jerome Powell. Und so sehen wir, dass dann auch etwa der Nebenwerteindex Russell 2000, der in den USA viel Beachtung findet, jetzt eine so lange Strecke, nämlich auch von 7 Handelstagen hat, von Rückgängen wie seit 2018 nicht mehr. Also es scheppert ein bisschen und wenn wir vorhin den Chart gesehen haben 2008 und diese Analogie 2022 zu 2008, dann muss man doch berücksichtigen, dass es wahrscheinlich wenig Sinn macht, ein Permabulle zu sein, aber auch vielleicht nicht viel Sinn macht, ein Permabär zu sein, sondern man sollte vielleicht permaflexibel sein, sollte diese Bewegungen traden, die sich da ergeben, wie Sven Henrik richtigerweise aus meiner Sicht sagt, wenn er zum Beispiel zeigt, dass wir 2001 hatten wir einen richtigen fetten Sell auf neue Tiefs, dann kam eine massive Rallye, die fast zu den vorherigen Hochs gelaufen ist, dann kam nochmal ein massiver Abverkauf und dann nochmal eine noch fast größere Rallye. Also Sie sehen in diesen Charts, da sind krasse Bewegungen, wenn ich da auf einer Seite immer nur bin. Und dann habe ich vielleicht ein Thema als Trading-Aspekt, macht das sowieso Sinn, dass man rauf und runter spielt. Wenn man jetzt Long-Position hält, zum Beispiel Aktien, dann kann man sich eben vielleicht mit in irgendeiner Form einem Short-Exposure absichern, etwa über CFDs, keine Ahnung, über Puts im Optionsbereich, damit man dann eben vielleicht diese Long-Position, diese Aktien halten kann. Aber sei es drum, Nasdaq, schauen wir uns die mal an, Nasdaq 100. Wir sind jetzt, sage und schreibe, seit dem Jahr 2009 in jedem Jahr positiv gewesen, zwischen 2009 und 2021 immer Gewinne, oft zweistellig, 2020 etwa 49%, jetzt liegen wir 26% hinten in 2022, also es ist kein Wunder, wenn hier mal was zurückschnappt nach diesen massiven Gewinnen, die dann natürlich eine gewisse Überspanntheit anzeigen und jetzt sind wir kurzfristig
kurzfristig überverkauft und sehen positive Divergenzen, etwa HYG, die Junk Bonds, die fallen nicht auf neue Tiefs der S&P 500 schon. Das ist immer ein wichtiges Zeichen aus meiner Sicht. Diese Junk Bonds sind ein Frühindikator, die Achillesferse der Märkte. Wenn die nicht neue Paniktiefs machen, sondern höhere Tiefs machen, der S&P 500 aber ein tieferes Tief, dann ist das eine Divergenz, eine positive Divergenz, die in der Vergangenheit, in den letzten Monaten und Jahren eigentlich ganz gut geklappt hat. Wir sehen hier den Bullish Percentage Index. Den hatten wir ganz oben, als ich sagte, da ist möglicherweise das Risiko doch jetzt hoch, dass diese Rallye nicht mehr allzu weit laufen kann. Wir sind ja dann beim S&P 500 genau bis zur 200-Tageslinie gelaufen. Jetzt sind wir ziemlich weit unten. Das muss nicht sofort drehen, aber es ist eben so, dass wir hier schon extreme Parameter sehen in diesem Bullish Percentage Index. Dann Bullish und Bearish Signals sehen wir auch schon ganz unten. Noch hat das nicht nach oben gedreht, aber normalerweise sind solche Punkte dann relativ nahe an Wendepunkten, an kurzfristigen Wendepunkten. Dennoch, die Gesamtstruktur des Marktes zeigt, dass wir, oder liegt nahe, legt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass wir die Tiefs aus dem Juni nochmal unterschreiten, also tiefere Kurse sehen werden, als wir sie jetzt haben, aber demnächst eben wahrscheinlich etwas höhere Kurse, so meine Message vielleicht mal zusammengefasst. Warum der Markt unter Stress ist, das ist auch wegen dem Dollar, nicht nur die Renditen, sondern auch der Dollar. Hier sehen wir, der steigt und steigt, macht jetzt eine negative Divergenz. Oben RSI schon weit über 70. Und wenn der Dollarindex steigt, dann fällt der S&P meistens und umgekehrt. Also da gibt es eine Korrelation. Und jetzt hat Barkin von der Richmond Fed gesagt, ja, ich tendiere dazu, die Zinsanhebungen schneller zu machen, wenn wir jetzt schnell nach oben kommen, offenkundig mit den Zinsen, um vielleicht später bei einer Rezession dann auch mal wieder senken zu können. Aber diese hawkische Rhetorik im Anschluss jetzt an die Rede von Jackson Hole, von Jerome Powell, die macht natürlich den Dollar stärker und macht das Aktienumfeld schwieriger. Aber wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass morgen Jerome Powell ein bisschen eine kleine Abschwächung drin hat. Nicht, dass er wieder komplett jetzt dovish wird, aber dass er so ein kleines Hintertürchen sich offen lässt und das könnte schon reichen für eine Gegenbewegung. Gegenbewegung bräuchte auch Bitcoin, Bitcoin hier in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, unter 19.000 Dollar ist. Das ist schon ein bisschen ausgebombt und wir sehen hier wichtige Trendlinie, die jetzt zur Disposition steht. Wir sehen unten im RSI auch schon ziemlich überverkauft, könnte hier auch bald eine positive Divergenz bilden, also interessante Chartmarken, die wir hier an allen Fronten sehen. Und wenn wir nach Asien schauen, da sehen wir die asiatischen Märkte, MSCI Pacific, Mai 2020, Tiefs on Dollar Pain, wie eine Headline hier lautet, also Schmerzen wegen des starken Dollars. Das sorgt dafür, dass wir etwa auch einen rapiden Yen-Verfall haben, bis jetzt warnt Tokio vor eben ungerechtfertigten Bewegungen, bla bla, am Devisenmarkt. Bisher nimmt das der Devisenmarkt noch nicht so ernst. Hier China versucht das Fixing des Yuan ein bisschen moderater zu gestalten, also den Yuan ein bisschen stärker zu fixen, als er eigentlich am Offshore-Markt jenseits des Festlandes in China gehandelt wird. Also man versucht hier die Abbremsung des Yuan ein bisschen zu stoppen. Wir sehen jetzt chinesische Handelsbilanz, Exporte wie auch Importe deutlich schwächer als erwartet. Wir sehen solche Meldungen wie dass Tesla etwa die Delivery Times, die Lieferzeiten für Teslas verkürzt hat. Das wird uns wahrscheinlich Elon Musk als ganz tolle Nachricht verkaufen, deutet aber darauf hin, dass eben die Nachfrage nach unten geht seitens der Konsumenten. Und das ist das eigentliche Signal. Jetzt übrigens auch hat ein chinesischer Botschafter in Australien gesagt, Xi Jinping hat unsere Unterstützung. Also jetzt beginnt wahrscheinlich der Kanon, wo alle sagen, wie toll Xi Jinping ist. Ab 16. Oktober ja der Parteikongress. Das Ganze geht jetzt los. Nochmal zurück nach Europa. Hier sehen wir ja nochmal den Dollar.
Und hier sehen wir Euro, britisches Pfund, japanischen Yen. Japanischer Yen, wie gesagt, Dollar-Yen über 144 heute gestiegen. Wir sehen jetzt, dass seit 6 Wochen in Folge Investoren Geld reinpacken in US-Equity-Focused-Funds, also in Fonds im weitesten Sinne die US-Aktienmärkte abbilden, aber seit 20 Wochen in Folge aus europäischen Stock-Funds oder aus International Stock-Funds, nicht nur europäische, auch asiatische, Gelder abziehen. China ist derzeit auch nicht so super sexy angesichts der Corona-Politik und der Politik von Xi Jinping. Europa sowieso ein Problem. Und jetzt die Frage eben, was tun in Europa angesichts der gestiegenen, explodierenden Energiepreise? Jetzt warnt Spaniens Premier Sanchez, selbst ein ausgebildeter Ökonom, by the way, vor den Risiken von EZB-Zinserhöhungen. Das müsste man irgendwie mit der Wirtschaft in Einklang bringen. Naja, wie soll das gehen? Dreiviertelpunkt EZB-Anhebung, keine ausgemachte Sache. So wird es am Geldmarkt gespielt. Aber was ist, wenn man eben nur 0,5% anhebt? Dann dürfte das den Euro deutlich schwächen. Und apropos Euro, wenn wir uns mal Euro und britisches Pfund anschauen, dann sagt Jordan Rochester von Nomura, das Problem begann für Euro und Pfund mit der Energiekrise und es wird mit Energie auch wieder enden. Man sollte Euro-Dollar bei 0,90 erwarten zum Jahresende und das britische Pfund bei 1,06. Also da wäre dann noch sehr, sehr viel Potenzial nach unten. Und die Stresssymptome, die sind groß hier in Europa. Wir sehen hier die Spreads, die Renditedifferenzen zwischen der zweijährigen deutschen Anleihe und den dazugehörigen Swaps ist jetzt so groß wie seit 2008 nicht mehr. Das deutet, wie Holger Czepisch richtig analysiert, auf einen Mangel an Collateral, an hochgerankten Collaterals, also Sicherheitshinterlegungen hin. Das bedeutet, hier gibt es zu wenig deutsche Staatsanleihen, die eben als sehr gut bonitär gelten, die man als Sicherheit für bestimmte Dinge hinterlegen kann, wenn man sich zum Beispiel Geld ausleiht. Und Sie wissen, die EZB will ja tendenziell deutsche Staatsanleihen verkaufen, italienische, spanische, portugiesische, griechische kaufen, um die Spreads nicht größer werden zu lassen. Das sorgt für eine gewisse Shortage, für einen gewissen Mangel an eben diesen hochbonitären Collaterals, ein Krisensymptom. Und wir haben dann noch Credit Suisse etwa, die CDS, die Credit Default Swaps. Die sind jetzt auf einem Stand wie seit 2008 nicht mehr. Das heißt, es ist so teuer wie seit der Finanzkrise nicht mehr, sich gegen eine Pleite der schweizerischen Bank Credit Suisse abzusichern. Auch das ist natürlich ein Zeichen. Kommen wir jetzt nochmal nach Germany, nach Europe. Hier sehen wir etwa ja diese Meldung, Hakler ist pleite. Hier sehen wir mal die Papierherstellung, wie das teurer geworden ist. Hier gut 70% derzeit oder knapp 70% sind die Herstellungskosten für Papier gestiegen. Mein Sohn erzählt mir, dass an der Schule hier im Gymnasium zu wenig Papier vorhanden sei. Das ist schon irgendwie ein Zeichen, was da wirklich los ist. Die Produktionskosten sind durch die Energiekosten so massiv gestiegen. Das war auch eine der Begründungen, warum Hakler ja Pleite angemeldet hat. Wir haben Bäckerproteste, die mit Gasöfen heizen. Und dann haben wir einen Wirtschaftsminister, der auch gestern bei Maischberger zu Gast war und dort einen Auftritt absolviert hat, der denkwürdig ist. Er bringt etwas auf den Punkt, nämlich, dass wir Probleme teilweise haben mit Inkompetenz und mit Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, habe glaubt an das, was er sagt, aber er ist in Sachen Wirtschaft leider inkompetent. Das hat er gestern hinreichend unter Beweis gestellt. In dieser Maischberger-Sendung, da sagte er, dass also er nicht mit einer Insolvenzwelle rechnet, weil manche Branchen nicht automatisch insolvent sind, nur weil sie aufhören zu verkaufen. Schauen Sie sich das Interview mal an oder diesen Ausschnitt an. Werde ich Ihnen unter diesem Video verlinken, damit Sie sich selber ein Bild machen können. Und Daniel Stelter sagt, ja, das ist exemplarisch für die Qualität von Politikern, die ohne jemals in der Wirtschaft gewesen zu sein und eine Bilanz lesen zu können, sich anmaßen, unsere Wirtschaft zu lenken. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem auch von Kompetenz und Inkompetenz, einer der zentralen Probleme aus meiner Sicht unserer Zeit. Und auch diese Atomkraftgeschichte, diese zwei, die man jetzt in Reserve halten will, auf der anderen Seite das modernste, jüngste
Kraftwerk in Lingen will man abschalten. Jetzt sagt hier die eine Wirtschaftsweise gestern im ZDF-Interview, die Kraftwerke in Bereitschaft zu halten, aber nicht laufen zu lassen, ist eigentlich die schlechteste aller Lösungen. Denn man hat die Kosten der Bereithaltung, muss das Personal bezahlen, muss die Versorger entschädigen für diese Bereitstellung. Aber es wird keine günstige Energie produziert. Also man verursacht Kosten, ohne den Nutzen davon zu haben. Auf diese Idee muss man erstmal kommen. Das ist wirklich spektakulär. Und das ist eben letztendlich auf Habecke zurückzuführen, so bitter es ist. Abschließend noch zwei Artikelempfehlungen. Energiehandel in Europa droht Kollaps wegen 1,5 Billionen Euro Nachschussflut. Diese Margin-Anforderungen, die eben aufgrund der Volatilität und der stark gestiegenen Preise am Energiemarkt der Fall ist. Auch das ein Grund, warum die EU versuchte, in diesen Energiemarkt einzugreifen, wahrscheinlich auch wieder mit negativen Folgen. Dann noch der Artikel Hakle-Pleite, Aluminium-Stahl betroffen, Bäcker-Protest. Die Krise ist da. Lesen Sie sich das mal durch, da wird es konkret. Das zeigt einfach, wie die Lage ist. Also zwei Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.